Wenn keine Vorlesungen sind, wissen die Erstsemester der Bonn Graduate School of Economics, wo sie hingehen können. In ihre eigenen Räume. Die Graduiertenschule ist eine Top-Adresse und zielt auf Studenten, die Interesse an Forschung in quantitativer Ökonomie haben. Mir ist von meinem Master der Professor in Bonn schon als beste VWL-Uni empfohlen worden, weil hier die besten Forscher von ganz Deutschland arbeiten. Und was mir besonders gut gefällt bis jetzt, ist, dass wir trotz der technischen Ausrichtung der Einführungskurse schon die Möglichkeit haben, durch die Workshops, die jede Woche stattfinden, Einblick in aktuelle Forschung zu erhalten. Die Graduiertenschule nimmt jedes Jahr ca. 25 Studierende auf. Nahezu alle werden mit Stipendien gefördert. Beste Bedingungen und die Gewissheit, eine besondere Zeit zu erleben, fördern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Steht zwar nicht im Lehrplan, ist aber Teil der Vision, Nachwuchswissenschaftler auszubilden, denen die akademische Zukunft gehört. Diese drei da sind schon sehr weit. Sie sind Juniorprofessoren. An Chen, Rainer Haselmann und Zeno Enders haben herausragend promoviert und können über ihre Professur direkt unabhängig forschen und lehren. Bonn hat eine langjährige Erfahrung in der Doktorandenausbildung innerhalb eines Graduiertenkollegs, was immer wieder sehr gute Studenten anzieht, sodass es auch eine fruchtbare Interaktion gibt zwischen Studenten und Professoren. Außerdem ist Bonn eine der Top-Adressen, was Forschung angeht, in Deutschland sowieso, aber auch international kann sich Bonn sehen lassen. Auch weil die Bonner Graduiertenschule international stark vernetzt ist. Mit Partnerinstituten in Barcelona, Florenz, London, Leuven oder Paris. Unsere Hauptwettbewerber in Mannheim, München oder so, überall finden sich an führender Position ehemalige Schüler von uns. Also, dass wir überhaupt Wettbewerber haben, hängt zusammen mit unseren eigenen Schülern. Und ich glaube, einen besseren Beweis unseres Erfolgs gibt es gar nicht. Der Mathematikkurs im ersten Semester ist zwingend für die angehenden Ökonomen. Harun Mirza hat in Maastricht studiert, ein Auslandssemester in Argentinien absolviert und Mitte 2009 mit dem Master's Degree abgeschlossen. Noch 7 Semester und er wird promoviert haben mit 27. Das Ziel der Promotion hat Stefanie Lehmann bereits unmittelbar vor Augen. Sie ist im Abschlussjahr. Ich hatte exzellente Forschungsmöglichkeiten hier, um meinen Interessen nachzugehen, dann auch noch ein Jahr im Ausland zu verbringen. Ich selber war ein Jahr an der London School of Economics, habe da meine Forschungsprojekte fortgeführt, Neues angefangen und kann das Ganze jetzt hier im letzten Jahr abschließen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Personalökonomik. Da geht es beispielsweise um die Frage, mit welchen Anreizen sich Menschen in Unternehmen motivieren lassen. Für die Probanden, mit denen sie Versuchsreihen durchführt, ist die Sache mit der Motivation klar. Sie erhalten in Abhängigkeit vom Ausgang der Experimente eine kleine Vergütung und die Mittel dafür bekommt die Doktorandin an der Unikasse anvertraut. Frauen wie Stefanie Lehmann oder Jasmin Gieder spielen eine wichtige Vorreiterrolle für kommende Jahrgänge. Denn Frauen sind auch an der Bonner Graduate School mit 25% noch in der Minderheit. Aber das soll sich ändern. Die junge Mutter des kleinen Ferdinands forscht im Bereich Corporate Finance. Sie demonstriert, dass Kind und Promotion gut miteinander vereinbar sind. Unterstützt wird sie dabei durch eine spezielle finanzielle und auch praktische Förderung, wie zum Beispiel bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten. Dass wir im Endeffekt so ein bisschen diesen Bogen machen wollen. Das Aushängeschild der Bonner Graduate School sind Spitzenforscher wie Armin Falk, Leibniz-Preisträger 2009. Seine Forschung verbindet Ökonomik und Neurowissenschaften und liefert wertvolle Erkenntnisse über die Natur menschlicher Verhaltensweisen, etwa in der Arbeitswelt. Das ist ein wichtiges Argument, auch in Bonn zu bleiben oder nach Bonn zu kommen, wenn man sagen kann, ja, wir haben hier eine sehr gute Graduiertenschule mit sehr, sehr guten Studenten und Studentinnen, die einen immer wieder herausfordern und mit denen man ganz tolle Projekte machen kann. Simon Jäger und Volker Tjaden gehen den Weg, der an der Bonner Graduate School der Regelfall werden soll, vom Bachelor direkt zum Doktortitel. Auf ihrem Weg dorthin werden sie von Postdocs begleitet. Ihr Mentor ist Steffen Altmann. Nach den Stationen Mannheim, Barcelona und Bonn hat er seine Promotion vor wenigen Monaten erfolgreich abgeschlossen. Doch der Weg geht weiter. Also aus meinem Jahrgang zum Beispiel haben mehr als 50% der Leute in irgendeiner Form im akademischen oder wissenschaftsnahen Betrieb weitergemacht, sei es an Universitäten oder Forschungsinstituten. Ich selbst bin zum Beispiel am IZA gelandet, am Institut zur Zukunft der Arbeit, mit auf einer Postdoc-Stelle und genieße eben weiterhin die gute Forschungsumgebung in Bonn. Jetzt ist Steffen Altmann ein Alumnus, einer der ehemaligen. Und wohin auch immer es den jungen Forscher ziehen mag, er ist einer von denen aus Bonn.